Ich hänge jetzt schon seit 5 oder 6 oder 3 oder 20.000 Folgen an diesen Scheiß. So, was ich zauber mir jetzt Hass. Na, Hass hält nicht lange. Da sind 20.000 von denen. Super. Ah, Glück. Wir haben Level-Up dadurch. Geil. Ja gut, dann lohnt es sich mal hier zu stehen bleiben. Dass wir hier schon mal. Da haben wir sogar schon. Sehr gut. Kann ich hier rasten? Hier, ich kann hier rasten. Cool, da haben wir Level Up. Naja. Ein Level Up nur dadurch, dass wir hier durch die Welt laufen. Ich hab's mir eigentlich anders überlegt. Ach, egal. Stufe 12. Oh, wir können uns einen Charisma-Punkt hinzufügen. Sehr schön. Das heißt, wir zaubern stärker und besser und schöner. So, Heilung natürlich. Ich brauche Heilung und Konzentration. Was war denn das dritte? Sagenkunde. Sagenkunde habe ich jetzt einen schönen Würfel. Ich glaube, ich brauche jetzt. Kann jetzt alles auf die Heilung nochmal aufsetzen. Und wir dürfen uns ein Talent aussuchen. Oh. Ja. Das ist toll. Das ist geil. Ich könnte einen Kampf zaubern. Ich könnte dann besser zaubern. Dann werden Zauber wahrscheinlich durchgehen. Aber bisher ist es ja ganz gut gelungen. Mal gucken, was haben wir noch so? Gestenlos zaubern? Naja. Finde ich jetzt nicht so interessant. Plus 2 Verletzlichkeitswürfe ist interessant. Kernschuss ist. Ja, auf Nahausnahmen schießen, dann verfehle ich nicht. Oder kriege ich zumindest den Malus nicht. Zauberfokus. Ich glaube, ich würde im Kampf zaubern tatsächlich nehmen. Wo war denn das? Da, der Charakter ist es gewohnt, im Kampf zu zaubern. Er leidet nicht minus 4 auf Fertigkeitswürfe für Konzentration, die sonst üblich sind, wenn er sich im Umkreis von 4 Meter eines Gegners befindet. Das ist automatisch und. Das heißt, das würde mich dann im Kampf besser machen. Und wir bekommen den 6. Zaubergrad, Alter. Das ist ja der Hammer. Neuer Zaubergrad. Cool. Und was kriegen wir? Big B's kräftige Hand. Eine riesige Hand taucht auf und macht einen Ansturm auf ein Ziel. Die Hand erhält plus 14 auf ihren Stärkewurf. Wenn der Ansturm erfolgreich ist, wird das Ziel zu Boden geworfen und es wird die Wirkungsdauer des Zaubers benommen. Bindender Ruf. Eine Stunde pro Stufe. Ein Zauber kann ein anwesender Exit deiner Namen, der bei einem gescheiterten Willenswurf gelähmt ist. Oder auf einer freien Stelle. Ah, cool, dann können wir uns eine Succubus heranrufen. Also ein Pet. Fleisch zu Stein. Umgekehrt von Stein zu Fleisch. Wie lange hält denn das? Permanent! Nur ein Stein zu Fleisch kann das Opfer wiederherstellen. Isaacs mächtiges. Isaacs mächtige Geschosse ist das größere Variante zu meinem. Das werden wir später dann auch wahrscheinlich als Kernzauber nehmen. Massenhast. Geil, das klingt ja super. Kugelblitz. Und springt von dort auf andere Feinde im Wirkungsbereich. Das neue Monster beizaubern. Mächtige Magiebahn ist klar. Mächtige magische Bresche ist. Zauber hebt bis zu 4 Schutzzauber beim Ziel auf. Mächtige Steinhaut ist die dicke Variante von dem, was ich als Buff habe. Sagenkunde dürfte klar sein. Schatten. Mal gehen wir aus dem Schatten einen nachfolgenden Zauber zu formen. Okay.
Und Stein zu Fleisch hier haben wir den als Zauber. Das heißt, wir brauchen theoretisch dieses Fläschchen nicht mehr. Medusa ist aus dem Arsch. Säurenebel. Das denke ich mir auch klar. Tensens Umwandlung. Magierender wird zu einem Kampfmaschine. Angriffsbonus plus 1 für die Zauberstufen. Eine Runde pro Stufe. Toten und Toten. Vernichtet und Tote. Todeskreis ist ein... ist augenblicklich, also sofort, eine Welle negativer Energie und breitet sich aus, okay. Wahrer Blick und tötet halt Gegner. Das Ziel wird von Heiligtum nicht betroffen und kann unsichtbare Dinge und Kreaturen sehen. Es bemerkt automatisch Gegner. Das ist ein kurzer, sehr, sehr kurzer Buff. Ätherisches Antlitz bringt Tarnung, aber wir wissen ja, was wir nehmen. Und wenn wir hier dann den zweiten Punkt haben, nehmen wir Isaaks Geschosshagel. Das ist so mächtige, das ist so wie magische Geschosse letzten Endes für Magier. Das ist halt dieses Geschosshagel für Hexenmeister. Ist also nicht verkehrt. So, dann können wir hier nämlich den Monster rausnehmen. Und nehmen... was nehmen wir denn? Ist aber schon wieder irgendwas, was man nicht... Schwachsinn. Ich nehme mal Flächenbrand. Oder Blitzkugeln. Ne, ich mache Flächenbrand. Okay. Da haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Sehr schön. Nächstes Level bei 78.000. Gut. Dann können wir ja schon mal drauf angehen, die Zauber mal zu legen. Das heißt, den Bären gibt es nicht mehr. Hat er 6-mal Flächenbrand, krass. Sind schon bei 8 magische Geschosse. So, den... und was rufen wir ab sofort dabei? Ups, weg. Ein Tiger. Nett. Sehr nett. Super. Den da lassen noch ein paar Überreste. Als Geschenk für mein Level-Up. Wie viel bringt die eigentlich, die... Gegner. 18 pro Gegner. Naja, wenn wir so viele davon besiegen, ist das klar, dass wir ein Level abkriegen. So, mal gucken, wo wir hinkommen. Das sah ja recht vielversprechend aus gerade. Da kommt doch gleich einer. Da kommt gleich einer. Ergebt euch! Oh, die Scheiße schon wieder, ey. Die tut doch so weh. Ist nett, dass ihr alle auf meine... Was ist? Ganz ruhig. Da sind Überreste, die will ich gerne anklicken, verdammt nochmal. Ich sehe sie nicht. Offenbar kann ich doch durchs Portal gehen. Boah, sind die Portale nervig. Wir waren raus schon mal. Huch, da sind ja noch mehr Gegner. Tunnel for Digimon!
Das könnt ihr nicht tun. Doch, kann ich. Steht fest, dann könnten wir ja gleich wieder rasten. Oh, bin ich da? Boah, ich hab's geschafft. Endlich, das hat ja ewig gedauert, bis ich hier bin. So. Schatten, nee, Stein nehme ich nochmal mit. Auf jeden Fall. Oh Gott. In diesem Gebiet kann man sich leider nicht ausruhen, dann heile ich mich halt hoch. Auf jeden Fall. Wir sind nämlich am Raum des Hocharkanisten. Was? Was ist denn das für eine Musik? Warum höre ich das? Warum höre ich das Theme von Aribeth? Okay. Ja, meine Schergen, schnappt es euch. Ja, mein Meister. Flieht oder sterbt! Ihr gehört uns. Ah, die versuchen wieder runterzufahren. Oh, der Wind wehrt sich. Ja, dann muss ich dann das selber machen. Oh, der sieht böse aus. Eure Macht gehört jetzt mir. Der dunkle Wind ist mein. Okay. Oh, er spürt, dass noch jemand kommt. Kann ich auch. Ja, schon wieder diese Scheißkacke. Ich probier mal Flächen. Donner, was machst du? Ich probier mal. Donner wird unbekannten Zaubergott. Ich probiere mal Flächenbrand aus. Mal gucken, wie das aussieht. Boah, ist der Zauber geil. Der Zauber schockt ja richtig. Und noch ein Beistand, oder wie? Sehr gut. Kann man gebrauchen. Kamera, nicht so nah an. Sonst sieht man nichts. Oh Mann. Macht nichts außer aufnehmen, aber man muss niesen. Das ist wieder toll. So, was haben wir hinter Tür Nummer 1? Nix. So eine fallenbespiegelte Truhe. Donner wird das schon klären. Oh, die macht tatsächlich was. Sehr gut. Bling, 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 bling. In der Tat. Ist erledigt. Tja. Klingt schon gut. Bling, bling. Aber eine Rüstung, die nicht identifiziert ist. Und eine transportable Tür, die einen Speicherpunkt auslöst. Interessant, ich mach mir das mal sagen, Kunde. Sturmrüstung mal wieder.
können es ja nicht anders. Boah, dieses Bling, 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 Bling nervt echt. So. Kann man hier rasten? Ja, ich raste immer gerne. Weil der Zauber Flächenbrand ist echt geil. Der wirkt so ein bisschen wie der Wüstenzorn-Angriff, der ja auch sowas hat. Falls der Zauber überhaupt der. Das Flammenpfeil ist fast ähnlich. So, was ist das für ein. Oh, ist das Bling, ey. Benutzen wir doch diese besondere Eigenschaft schon mal hier hin. Das ist wirklich eine ganz normale Tür. Eine kleine Steintür, die wohl in ein Puppenhaus passen würde. In der Tür ist die Phrase, hier mögen Schatten sein, in Silber graviert. Das heißt, wir können die Tür nehmen. Der Satz hier, sein Schatten ist mit Silber in die Oberfläche der Tür eingelassen. Durch das Portal treten. Okay, kann ich die Tür wieder mitnehmen? Nee, aber ich kann hier tolle Sachen machen. Zum Beispiel den Tiger holen und mich mal richtig schön buffen. Ja, Flammenwaffe hätte ich nehmen können, egal. Hey, ich bin noch nicht fertig. Super, jetzt geht's ab. Gut, buff ich halt hier jetzt fertig. Nicht tun. Ich fürchte, ich muss mit den Waffen gleich abbrechen. Ah, oh, geklappt. Auf mir muss es loslassen. Ich muss erstmal hier weg. Dorn hat Schaden gekriegt von einem Magier, der da hinten ist. Mühelos, okay. Ergebt euch! Hier sind doch viele Gegner. Wie viel Suppe wollt ihr noch zaubern, Leute? Oh, dann kriegen wir sowas hier. Wir gehen jetzt doch langsam die Zaubertaschen aus. Boah, Schattenleichnam. Ach du Scheiße. Da krieg ich mal Magiebann ab. Leute, kommt mal mit. Der könnte böse werden. Donner kriegt mal. Ne, den Zauber, die Zauber brauche ich. Donner heile ich mal mit einer Tasche hoch. Die kriegt einen Trank. Jetzt habe ich mich gerade geheilt. Das ist auch. Auch super. Jetzt zauber doch mal endlich. Das Charakter will nicht zaubern. Das ist auch gut. Mach mal den Flächenbrand auf ihn. Ich brauche einen Heiler.
Ja, Don ist zweimal gestorben, sehr gut. Alter! So, dann hau ich mir mal einen Segen rein. Beistand. Gibt's noch etwas, was man nehmen könnte? Habe ich noch einen Segnen dabei? Ne, Segnen wäre toll gewesen. Da den Wüstenzorn an. Warum zaubert der denn nicht auf ihn? Weiß nicht, ob das überhaupt was bringt bei ihm, aber... Digga, du darfst gerne angreifen, da ist ein Gegner. Oh nein, er ist böse. Er kommt. Scheint den Wind dabei zu haben. Yeah. So. Ich habe nochmal die rote Suppe weggemacht, falls sie böse ist. Okay, ich sammle mir das gleich ein. Ich hole Madonna wieder zurück. Das war ein Kampf, ey. Ihr seid... Und noch eine Sturmrüstung, sieht fast so aus. Oh, was für ein Gewicht. Ja, ist eine Sturmrüstung.